Wir bitten darum, nicht auf andere Kunden während ihres Einkaufs einzustechen. Einzustechen? Soll ich auf andere Kunden einstechen? Sammle Kronkorken, habe ich gerade einen Erfolg gekriegt. Also Herausforderung. Red Eggs, ganz ehrlich, so viel Red Eggs braucht man nicht. Kein Mensch braucht so viele. Menschenfleisch wird hier nicht akzeptiert. 11. Wenn ich 11 wegmache, habe ich noch 15. Das reicht. Das reicht. Okay, Red Away, das behalte ich mal, weil da weiß man nie. Der Verkäufer haftet nicht für ihre Sicherheit oder die Sicherheit der erworbenen Waren. Hörst du das? Was höre ich? Ein Birdie Bird. Der landet, glaube ich, oder? Schön, ein Birdie Bird. So, du darfst. Ich verkaufe schnell nochmal ein paar Sachen. Holen Sie sich hier Ihre Plünder. Ist mit, so. Also. Ich habe so viel Scheiß verkauft gerade. Wen kümmert? Weil, ganz ehrlich, man hat im Endeffekt doch sowieso mehr als genug, also. Brauchen Sie Munition, Camps oder spitze Dinger, mit denen Sie... Spitze Dinge? So, sieht gut aus. Kann man so lassen. Oh shit. Jetzt habe ich ein Gammel-Outfit angezogen. Weg damit. Ein Gammel-Outfit. Ich bin hier Responder, ja? Feuerteufel und so. Weil ich überlege, das abzuziehen, weil wie sieht denn das aus ohne? Ja. Absolut legitim, oder? Ja, absolut. Vor allem nur mit so. Ein Bein hier so mit Metall, Schultern mit Metall, der Rest alles nackt gestellt. Ja, ja hier, das ist was. Hier am linken Arm habe ich auch noch was. Das zählt tatsächlich als Rüstung. Ach echt? Ja. Okay. Nur am linken Bein und an der Brust habe ich nichts. Ja, das heißt, von hier aus müssen wir nach Süden. Dann können wir theoretisch sogar, wenn wir eh nach Süden gehen, direkt das historische Schwert beschaffen. Das habe ich schon probiert, aber da sind Level 30er Viecher. Drin. Wir machen die weg. Ich habe die nicht weggekriegt. Easy. Wir haben jetzt aber Bögen und. Ja, das bringt nichts, wenn der reinkommt, nicht mit einem Hit Hälfte eines Lebens absieht. Oh, was höre ich denn da? Podowski! Ciao. Ciao, Podowski. Ich höre wieder Atomghule. Nicht. Das ist schon ein Adler. Alter, ein Power Rüstung. Was ist das denn? Hä? Hey, was ist das 30. Denn? Was ist das denn? Ah! Sowas läuft da nicht in der Höhle rum, aber so ähnlich. Der hat einen Gatling-Laser an. Yo! Alter! Schieß du mal drauf, der. Ah, Mac ist er. Mac ist es, war ja nicht. Alter, der hat mich gerade fast zerstört damit. Was hatte ich dabei? Ja. Eine automatische Laserpistole. Ja, kann ich zerstören. Mir hatte sie auch, ja, automatische Laserpistole. Wo ist er denn? Und irgendwas mit Raider-Dinge. Die hat einfach hier das Ding gehalten, alleine, oder was? Oh, hier kann man Musik spielen. Benjo. Da kannst du dann, kriegst du AP-Regeneration. Achso, das hatten wir schon geholt. Hier waren wir ja schon.
Da war aber der Level 30er noch nicht da. Was ist das denn? Zum Gatling Laser. Hä? Das war eine Tröte, aber was hat das? Was soll er so angelockt? Keine Ahnung. Ich sehe auch nichts. Ich hab einen Hund gehört gerade. Ah! Alter. Der Kampfhund. Voll weggeschossen. Vielleicht haben wir. Da ist noch einer! Hey! Kommt gleich ein legendärer. Ich drück auf irgendwelche Knöpfe, hier passiert irgendwas. Vielleicht kommt der 30er wieder. Ja, aber auch nichts mehr. Hm. Vielleicht wollen wir das mehrmals machen. Geht nicht. Okay. Ja. Na, was will, sollen die auftauchen? Müssen. Was war das? Hast du gerade geschossen? So, wir müssen da hoch irgendwie. Was? Nee. Oder müssen wir. Da oben, davon, da kommen wir. Wir müssen die Schiene voll. Wir dürfen. Ach, verschiedene Sachen finden, okay. Nee. Ja, nee, wir können auf der Straße folgen. Ich hab nur geguckt, ob die Straße da auch hinführt. Das sind verschiedene Transponder, so. Wir müssen erstmal das Ding zusammenbauen. Wir können aber auch einfach der Straße folgen. Ja, mach mal. Ich find's gut, dass es in dem Spiel einen Autorun-Button gibt. Ich weiß gar nicht mehr. Auf X. Was Sache. Und du kannst sogar einmal Shift drücken und dann rennt er die ganze Zeit. Ohne dass du was machen musst. Oh, das. Oh, schade. Das riecht nach Holz. Nein? Schade. Es riecht nach Holz, aber es gibt kein Holz. Die Pflanze ist einfach explodiert. Was war das? Diese hier. Ich würde da weggehen. Pflanze. Ich meine, die Pflanze ist explodiert. Oh, die Pflanze ist explodiert. Ne, sie ist so explodiert. Holz, Holz? Ja. Nee, bei mir. Doch, hier. Oh, ich glaube, hier war schon. Hier gibt's Roboter. Ja, ja, stimmt. Da waren zwei so richtige Schwette. Ja, da ist er doch. Wo denn? Da unten. Hier war mal ein Level 50er, aber. Na, der kommt bestimmt noch. In den Bogen passiert. Da ist noch. Hier ist noch ein Augenbot. Kann man das abbrechen, dass der Bogen nicht schießt, wenn du den gespannt hast? Muss R gedrückt halten. Dann steckt er die Waffe weg. Hier gibt's Holz. Ist denn von der anderen Seite da ran irgendwie? Alter! Da ist er noch. Was ist da los? Der Wachwort, Alter. Granate! Zerstöre ihn! Es ist ein Gulasch herumgekommen. Hey, wie kann er mich treffen hier hinter? Zur Hölle. Oh, er explodiert. Geh weg, geh weg. Wer ist das denn? Das ist Mr. Gusty, Level 14. Eigentlich sollte er... Nee. Oh, ja. Ja, okay. Er ist explodiert. du kannst mich aber noch aufheben. Er ist definitiv explodiert. Oh, jetzt muss ich Slimpack für die Endlich verschwenden. Ja. Aber es gibt immerhin 20 Dingspunkte.
Alter. Ich hab nichts mehr gesehen, deswegen bin ich hingegangen. Aber der hat Hundefutter einstecken. Nein, es hat sich aufgelöst. Ich war noch am Looten. Hä? Wie geht das denn? Nice, ey. Die spawnt einfach. Nach 2 Sekunden. Der hätte keinen Bock mehr. Und das ist ein Typ, ey. Was ein Typ einfach. Oh ja, viel besser. Automatikpistole. Ja, weil die Maschinenpistole von 10mm ja auch mehr oder weniger genauso viel Schaden macht, nur ein absolut dreckiges Scheißvisier hat. Wir haben immer das Ding immer noch nicht geholt. Hier ist es drin. Wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, kommt das historische Schwert. Ich meine, den 31er eben haben wir auch locker geschafft eigentlich. Also. Das. Wir probieren es. In einer Höhle, der einen schmalen Gang, das an der riesen Heuschrecke auf dich zuspringt, die dich zuschottet. Weiß nicht. Wir probieren es. Also, oh, ich hab was. Sag Bescheid, wenn du irgendwie Wasser brauchst. Ach, ich hab so viel Wasser gefunden. Ich lagerte schon immer ein. Ich hab so das Gefühl, dass hier irgendwo Gegner sein werden. Ich weiß nicht. Halte den Meierlöck-Schwarm auf. Da kommt ein Feuerwehrtyp. Wow. Oh, ich dachte schon. Hä? Hey, was ist das denn? Der hat eine Rüstung an. Oder was soll die von mir? Das ist ein Scheiß. Schnell looten. Ha. Ich laufe da in den Turm rein. Da kann man ja, müssen wir schnell reinsneaken hier. Ups. Er ist so viel zu schnell reinsneaken. Haarklammer, Klebebandrolle, braucht man immer. Ah, guck, wieder Hundefutter gefunden. Nice, so muss es sein. Was kann man hier mit dem Terminal machen? Eingehen, E-Mails lesen. Ja, kannst du sicher nicht. Nicht so E-Mails. Wie, du liest keine E-Mails, das geht gar nicht. Nur meine. Okay. Shit, das war zu hoch. Zack, weg ist er. Der da hinten. Ist aber noch einer. Ich hab uns zwar getroffen, aber. Nein, der hat sich hingekniet. Ja. Die, die Sau. Das ist aber, da kommt einer zum Gucken. Da kommen noch ein paar zum Gucken. Hä, hey, das ist der Anführer von denen. Zack, einer ist weg. Einer lebt noch. Ist nicht mehr. Alter, der ist 42. Hey, was zack, ist denn? Aber der ist gleich weg. Oh. irgendwas hab ich ab, genommen. Aber der gibt sau viel EP, ey. Hey, hier ist ein. Hier. Oh shit. Kommt danach. Ich vergesse immer, wo meine Schrotflinte ist. Aber das ist einfach nur auf der 5, weißt du, direkt neben dem Bogen. Hier sollten wir vielleicht aufpassen. Aber wir wollen looten. Ich kann sein Bein looten. Ich höre auf jeden Fall was. Vielleicht oben. Ne, draußen. Oh ja, da. Da war was, ja. Hä? Okay. Bauplan, kleinen Buchstaben Set. Ich das wollte schon immer haben. Oh mein Gott. Hey, der Ghoul macht T-Pose. Guck mal. Wo denn? Da vorne. Ja, die machen alle T-Pose. Also nur der eine. Zack.
Der Bogen ist echt geil. Zack. Ja, oh, das ist ein kranker Ghoul, der hält ein bisschen mehr aus. Zack. Ciao. Oh, Scheiße. Okay. Ich glaube nicht, dass der Ghoul das überlebt hat. Ne, der liegt da. Müsste jetzt auch die anderen Ghouls eigentlich angelockt haben, wenn einer welche sind. Hat Explosion. Ist aus. Hm. Hat Explosion. Sollte mich mal heilen, ganz ehrlich, ich hab so viel Stimpack. Ich nehme jetzt auch mal ein Stimpack, scheiß drauf. Wir sind safe. Hast du keinen Skill Nummer 1 oder was? Ja doch, Nummer 1 hab ich. Hm, ja. Naja. Oberarm, rechter. Das ist das, was ich anhab. Den letzten nicht gekriegt, aber für Level 30, den habe ich zerstört. Weil bis ich den auf Level 30 anziehen kann, habe ich längst neue. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es da hinten irgendwie noch was gibt, weil sie überall verwinkelt. Ich höre was. Dachte ich zumindest. Er springt in den Schuppen, in den Lockschuppen da hinten. Da oben. Vor allem, wenn du einen Headshot machst. Und im Schleichenmodus, das macht so viel Schaden. Oh, da sehe ich sie schon da hinten. Wo will der denn hin? Ach shit. Ist gerade zur Seite gelaufen. Problem ist, sie sehen halt unser Licht, ne? Der ist einfach tot. Du hast ihn nicht abgeschossen? Nee. Einfach tot umgefallen. Ich hab's gesehen, ich dachte, du hättest auf den geschossen. Nee, nee. Also solche Nachwirkungen von dem Fall noch. Pingen oder was? kann man zerstören. Ist ja niemand. Keine Ahnung, warum der einfach jetzt umgefallen ist. Ja, der andere. Der ist mal begann wahrscheinlich. Da war noch ein Ghoul. Der ist weggelaufen. Der ist hier. Hä, der liegt ja auch tot. Hä? Die sind einfach gestorben, so, keine Ahnung. Die haben keinen Bock mehr. Wegen mir. Hey, hier ist Öl. Okay. Ach, nicht. Hä? Ah, da, hier. Hopp. Wo? Was? Hier ist es. Die liegen da immer irgendwo, Boden. Wo du sie einfach nicht siehst. Er weiß ja nicht, ob die tot sind oder nicht, das ist das Problem. Die könnten ja noch leben oder auch nicht. Ich jetzt eh. Ich muss alles mitnehmen, das ist wie so ein Fallout-Zwang. Weiß nicht. Fallout-Zwang ist eine Hose. Jetzt war ja eigentlich nichts mehr, oder? Raider Deep? Level 66? Wo denn? Da vorne! Deswegen sind die alle gestorben, oder was? Warte. Jetzt machen wir Stealth-Modus weg. Ja. Oh. Zack. Easy. Im Stealth kannst du die easy wegmachen. Ja. Das hat auch irgendwie Schaden. Tschüss, das ist ein Bastard. Maschinenpistole einschicken. Ja, bei mir auch. Aber für welche? 45. Das ist, glaube ich, diese Tommy Gun, ja? Ja, aber das Kampfgewehr hat auch 45er und das will ich mir herstellen, deswegen. Nee, wird zerstört. Aber hier war noch. Ja, ich. Gehen wir nochmal zurück, weil das, diese großen Waffen, die wiegen ziemlich viel. So. Ich markiere das mal, ich aktiviere das mal.
Wir sind zumindest schon fast da. Mehr oder weniger, eventuell. Ja, aber wo war der denn eben, als sie gestorben sind, bitte? Ich hab keine Ahnung, aber dann hätte er ja auch schießen müssen, aber das hat ja keine Geräusche gemacht. Da waren die sind einfach weit weg. Ich weiß es nicht. Naja, egal. Ja, vielleicht kriegen wir ja die Legendäre doch kaputt, wenn wir 11 beide mit Bogen drauf schießen. Vielleicht funktioniert das ja. Aber der ist halt ein 2-Sterne-Legendary-Typ. Egal. Wenn wir nicht sicher sind, ob wir treffen, nehmen wir einfach das Jagdgewehr. Jetzt kommen wir zu diesem komischen Golf-Scheißdreck da. Ah, da wimmelt's nur so von Gulen. Anderen Dreck. Whitespring Holobänder, ja, danke, aber nein, danke. Da ist ein historisches Schwert. Hä? Da ist ein verbrannter wilder Ghoul, Level 62. Wo denn? Da vorne. Der hat ein Golf-Dings an. Seht ihr nicht? Da, auf dem Golffeld. Ja. Also, wir können ihn von da aus snipern, weil das ist noch eine nekrotische. Oh shit. Hä? Ich war voll drauf. Bam. Erwischt. Oh, okay. Das. Jetzt geht's los. Okay, da kommt nochmal ein Level 42er. Sie kommen! Wo sind es viele? Sie kommen! Wow, shit! Sie kommen! Oh, ich bin. Ich bin Schrott, Alter. Alter, die machen Schaden. Die kommen hier nicht hoch! Die sind einfach so doof, ey. Die wissen nicht mal, was sie machen sollen, wenn du auf dem Auto stehst. Ja. Die sind damit sichtlich überfordert gewesen. Da hinten, es läuft noch ein Ghoul rum. Kriegst du die voll aus, ey. Ah, shit. Und mir macht das gar nicht so viel Schaden. Wie viel Schaden macht das denn, das Gewerbe? Was ist denn? 71. Naja, okay. Kann ich nicht mithalten. Ich hab's halt geskillt, ne? Ja, es ist halt auch nicht Level 20. Ich hab's auch geskillt, aber. Meins ist Level 10. Aber meins ist doppelt legendär, deswegen. Achso, ja. Das habe ich schon dieser, wie gesagt, von dieser Quest bekommen. Weißt du, wo du dann eine. Okay, da läuft einer. Das ist Level 9. Müssen wir überhaupt hier rein? Wir müssen da vorne hin. Scheiße, jetzt wird's dunkel. Ah! Oh shit. Oh. Da kommen noch mehr! Muss wieder aufs Auto. Mit denen nicht wissen, was sie machen sollen. Ich überfalle den hier Hirn. Oh, ein Airdrop, glaube ich, war da drin. Airdrop-Anforderung. Warte mal, bevor wir da reingehen. Splittergranaten ausgewählt. Hier hast du gesagt, das ist ein legendärer. Oh mein Gott. Was hat der denn? Der hat irgendeinen. Oh mein Gott, der hat eine Cappy auf. Das sind Cool Boys. Da war schon wieder eine Anforderung drin. Nein, hier nicht, sondern in der Höhle. Welche Höhle? Okay, da. Man muss ja das legendäre Schwert organisieren. Das ist ein legendäres Schwert. Ja. Ist das nicht? Ich soll ein historisches Schwert organisieren. Ja. Oder kommt das dann? Anforderung eines Airdrops, nice. Oh, guck mal da oben! Da laufen sie! Alter! Wisst euch. Die Schweine. Er kommt runter, wir warten, wir warten. Da ist ein Anführer. Ist er das? Wo denn? Der ist hier reingelaufen gerade. Da. Voll der Faceplant gemacht. Da muss noch einer irgendwo sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich hätte einen gehört. Kann man aber Koffer aufbrechen. Du musst eine Höhle, das ist, wo ist das kommt denn? Es danach, oder was? Nachdem man das historische Schwert gefunden hat. Wo ist es denn? Warum sehe ich das nicht mehr auf dem Map? Da war so eine Höhle, da soll ich reingehen.
Und das war von dieser komischen Verhüllungsscheiße oder was? Ich finde das jetzt nicht mehr auf der Karte. Aber ich sollte da reingehen. Und da bin ich reingegangen. Da war einfach Level. Ja, aber von was 30er. War das denn eine Quest? Ich meine, das war noch von dem Moment da. Einkommende Nebenquest. Verdiene ich das Schwert von Bastet. Das müsste das sein, glaube ich. Das ist ein Novizin der Mysterien. Also das Phantomgerät, Schwert und die Stimme. Und das Schwert, ganz ehrlich, das ist. Ja, das Schwert von Bastet verdienen. Ja, ich geh da mal rein in die Höhle. Das ist komplett krank, oder ne? Das SFI hat mich schon so. Ja, aber man muss ein historisches Schwert einfach nur finden und das dann zusammenbauen mit diesem Schwing-Dingsbums. Ja, aber das ist doch eine andere Quest. Nein. Hä? Bei mir ist das eine andere Quest. Also ich habe einmal eine Quest. Das Schmieden einer Legende. Ich beschaffe ein historisches Schwert und ja, und dann habe ich mit den Novizen der Mysterien verdiene dir das Schwert von Bastet. Das ist ein unterschiedliche Quest. Ja, aber wenn du auf das Schmieden einer Legende stehst, steht da ja, das Schwert von Bastet ist eine legendäre Klinge der Herren. Um mir mein eigenes Exemplar anzufertigen, wahrscheinlich kannst du es bauen oder du kannst es finden. Schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte reingehen und das holen. Und wir können auch reingehen, ist mir egal. Das war krank. Ich weiß gar nicht, was da noch auf mich wartet. Das ist SFI schon legendär. Ich nehme zur Sicherheit nehme das historische Schwert einfach mal mit. Wo ist es denn? Über Handy uns? Boy ab. Ne? Nee, unter uns ist es. Ist in den Keller oder was? Es ist genau. Nee. Hä, wo ist der denn? Da. Hier. Nice, da kommen wir nicht ran. Müssen wir es vielleicht hier aufmachen, aufknacken. Haben wir im Terminal wahrscheinlich einfach öffnen. Na, Terminal-Passwort soll man finden. Ich habe eins. Hab ich schon. Gegenstand. Modus. Ja, gut, das kannst du ja sehen, wenn du da dran gehst, einfach. Kann ich das sehen, wenn ich mir auch nicht angehört habe? Das kriegt dann aber ja wieder nur einer. Randsäbel. Ah, ne. Hä? Doch, jetzt ist es weg, oder? Oder hast du es jetzt auch? Ich hab's. Randsäbel hinzugefügt. Nice. Ja, aber. Wir können ja trotzdem. Randsäbel ist doch anders, oder? Ja, der Randsäbel. Und mit diesem Analysator, den du da hast, musst du jetzt dieses Schwert von Bastet bauen. Bauen wir eine Waffenwerkbank für. Okay. Naja, auf jeden Fall, ich bin in die Höhle reingegangen, das ist ja egal. Ich teleportiere mal zu meinem Camp und baue das Ding mal. Ah, Makugan. So. Bringe den. Wie kann ich jetzt den Schwunganalysator da dran anbauen? Anbringen? Ich muss es, glaube ich, verbessern, ne? Prinz Säbel. Hallo? Ich bring's jetzt daran an. Jetzt müssen wir 6 verschiedene Kreaturenarten damit töten. Wahrscheinlich könnten wir es wirklich einfach finden. Ja, vielleicht ist es einfacher, keine Ahnung. Sollen wir mal in die Höhle rein?
Ich kann es probieren. Wischen kann ich nichts. Ich weiß noch nicht, wo die ist. Du musst dich hin teleportieren und mir dann ansagen. Okay, Moment, dann ich muss noch ein bisschen Munition machen. Jetzt hab ich Redex genommen, weil. Oh mein Gott. Kochen? Kochen? Unsere Zukunft beginnt.